Und damit hallo und herzlich willkommen zur Demo von Resident Evil 3, dem Remake. Ein Projekt, das morgen per Livestream bei mir starten wird. Deshalb auch heute zum Hypen die Demo. Ich habe sie mir bis jetzt noch nicht angeschaut. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Resident Evil. Hey Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Okay. Wir sind hier im Spiel gelandet. Ich hoffe, dass die Lippen-Synchro in der finalen Version... Also, was heißt die Synchro? Seine Lippen haben sich ja gar nicht bewegt. Ich glaube, dass das ein Fehler hier in der Demo war. Aber so an sich ist der Eindruck auf jeden Fall positiv. Also, sieht echt super schön aus. Wo war ich eben stehen geblieben? Ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock auf Resident Evil. Auf dem Kanal hier gab es ja auch Teil 7 und das Remake von Teil 2. Hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. So, Schießpulver. Gießpulver, grünes Kraut und grünes Kraut. Das sind so typische Resident Evil Sachen, die kennt man ja noch. Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nur nützlich. Ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt dir auch Details sowie Objekte an. Sie sind zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Achso, die wir gefunden haben, aber nicht aufgenommen haben. Ja, sorry, dass das gerade mit dem Lesen ein bisschen blöd gelaufen ist. Passiert schon mal. Okay, diese Kiste hier zeigt er uns an, ne? Genau. Ist jetzt noch nicht so viel Nützliches. Eigentlich wollte ich mal schauen, ob ich... Auf der 4 habe ich mein Messer liegen. Jetzt müsste ich doch... Eigentlich angreifen können. Puh. Okay. So, rotes Kraut. Ich glaube, ich wechsle wieder zur Waffe lieber. Oh, das hier ist so ein Collectible. Okay, mal schauen, was hier steht. UBCS Kräuterfeldhandbuch. Mhm. Hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst, also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel.
Okay, die starke Mixtur braucht zweimal grünes Kraut. Die ultrastarke Mixtur braucht grünes Kraut und rotes Kraut oder dreimal grünes Kraut. Mhm. Erste-Hilfe-Spray. Das könnt ihr nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Okay, das bedeutet, theoretisch sollten wir uns Objekte kombinieren. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden, um einen Platz im Inventar freizumachen. Oder auch um neue Objekte zu erschaffen. Verwenden Sie dazu den Befehl kombinieren. Okay. Kombinieren. Das ist jetzt eine Heilungsmischung. Wir hätten, die können wir jetzt glaube ich nicht mehr kombinieren. Das hätten wir klüger machen können. Können wir Schießpulver mit Schießpulver kombinieren? Das gibt uns Pistolenmunition. Okay. Sehr nice. Dann haben wir schon mal wieder ein paar mehr Schuss. Das ist ja immer wichtig bei Resident Evil, dass man auf jeden Fall genug Munition auf Vorrat hat. Das finale Spiel werden wir dann vermutlich... Ah, hier ist unser Lager. Vermutlich eher nicht mit Greenscreen spielen, sondern mit Kamera, wo man dann mein Gesicht und ein bisschen Hintergrund eingeblendet hat. Das passt besser von der Atmosphäre her. Überlebende, wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Ich würde gerne meine Pistole auswählen. Ach, die liegt auf 2. Okay. Ich dachte, meine Pistole liegt auf 1. Deshalb war ich gerade ein bisschen verwirrt. Alter, die Atmosphäre ist auf jeden Fall wieder super nice hier. Ich habe die alten Resident Evil Teile leider nie gespielt. Ich war vielleicht auch ein bisschen jung damals. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, wann sie rausgekommen waren. Und deshalb bin ich umso gehypter, weil es halt für mich neue Spiele sind. Und die sind ja echt mega nice gemacht, hier diese Remakes. Okay, ja, schnelles Ausweichen kenne ich. Was seid ihr hier? Irgendwie stockt gerade meine Steuerung so ein bisschen. Hält die über den Gegnern an? Ist das so ein Auto-Aim drin? Das fühlt sich ein bisschen so an. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mir vielleicht in der Einstellung nochmal angucken. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Bleib schön, wo du bist. Okay, ja, wir haben hier eindeutig Auto-Aim drin. Mit etwas Feuer fertig werden. Können wir den Hydranten messern? Achso, wir können ihn einfach so öffnen. Wir können einen Gegenstand verwenden auf dem Hydranten. Okay, da müssen wir irgendwas finden. Oh, das ist ungünstig. Haben wir noch genug Munition für diesen Kampf? Nein, ich darf nicht so viel daneben schießen. Okay, die hier sind besiegt. Was ist das hier? Aufheben. Schießpulver. Okay, noch ein Schießpulver und wir können uns wieder ein bisschen Munition machen. Noch knapp 20 Schuss haben wir. Können wir das aufschießen? Messern vielleicht? Hier können wir auch irgendwas drauf anwenden. Benutzen. Okay, das wird wohl nicht klappen. Okay, im Optimalfall würden wir wohl ein Brecheisen finden. Warte, hier kommen wir. Kannst du mich bitte nicht aufessen? Danke.
Okay. Hier kommen wir doch her, oder? Okay, jetzt sind sie endgültig besiegt. Also das heißt, wenn sie auf dem Boden liegen, schieße ich am besten nochmal drauf, bis ihre Köpfe wirklich explodieren. Wo kann ich denn noch rein? Gibt es hier irgendwas zu holen? Da brauche ich einen Schlüssel. Moment. Okay, die habe ich auch nicht endgültig vollstreckt da hinten. Karte. Okay, das hier bedeutet, dass sie endgültig tot sind. Du bist noch immer nicht endgültig tot. Kann ich jetzt die Waffe wechseln und den Tod messern? Stirb, stirb. Oder ist er jetzt auch endgültig tot? Naja, Aggression haben wir rausgelassen. Okay, das hier sieht doch sehr gut aus. Auf eine Art und Weise, auf die andere sieht es auch irgendwie gar nicht so gut aus. Okay, wenn ich den jetzt hier in den Kopf schieße. Okay, ich weiß nicht, ob das was bringt. Es bringt ihn dazu, wieder aufzustehen. Okay, diese Zombies in Resident Evil sind echt hartnäckig. Bleib tot, bleib tot. Du bist auch tot. Du bist tot, du bist tot, du bist tot. Du bist tot. Hör auf damit, du bist tot. Nein, du bist auch tot. Du bist tot. Du bist auch tot. Okay. Munitionssparend. Können wir hiermit irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Okay, das ist alles ein bisschen sehr dunkel hier. Pistolenmunition nehme ich sehr gerne mit. Schießpulver nehme ich auch sehr gerne mit. Irgendwas passiert hier doch. Okay, wir kombinieren mal kurz die Schießpulver zu Pistolenmunition. Dann sind wir wieder ein bisschen besser ausgestattet. Also das finale Projekt muss ich auf jeden Fall mit etwas weniger Oh, ein Bolzenschneider. Muss ich auf jeden Fall mit etwas weniger Licht und dann wahrscheinlich auch ohne Greenscreen machen. Sonst wird hier einfach zu viel weggeblendet. Für meine Sicht. Jungs, ich bin wieder weg. Wir kamen doch hier hinten irgendwo mit dem Bolzenschneider ran, oder? Das gehe ich mal kurz schauen. Alter, wer erfindet denn bitte solche Läden? Holy shit. Das passt ja perfekt hier in diesen Laden rein. Ich muss mal gucken, ich habe das Spiel jetzt mit Absicht ein bisschen lauter. Ich hoffe, dass das mit der Stimme immer noch passt. Einfach weil ich es, weil ich finde, dass man bei diesem Spiel halt so ein bisschen die Atmosphäre auf jeden Fall auch braucht. Wir hatten doch hier irgendwo die Kette, oder? Hier. Bitte einmal den Bolzenschneider verwenden. Okay. Hochwertiges Schießpulver. Jetzt muss ich irgendwas opfern dafür. Warte, ich kann das hier doch auch einfach hiermit kombinieren. Okay, wartet. Genau, dann haben wir nochmal eine bessere Medizin und dann kann ich das hochwertige Schießpulver auf jeden Fall einpacken. Erste-Hilfe-Spray. Das nehme ich mal anstelle des Krautes mit. Kann ich das nicht? Irgendwie kann ich das bestimmt auch austauschen. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Tätigen, abbrechen. Kann ich das nicht rausschmeißen aus meinem Inventar?
Karte tätigen, schließen. Hier. Wegwerfen. Dann nehme ich lieber mal das Erste-Hilfe-Spray mit. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein normales Schießpulver finden, dann können wir das Hochwertige mit dem Normalen kombinieren und dadurch mehr Pistolenmunition erlangen. Okay, dann können wir jetzt hier unten an der anderen Seite aus dem Laden rausgehen. Hier oben waren wir auch noch nicht. Und das ist halt auch echt cool bei Resident Evil. Man kann an so vielen Stellen irgendwie Sachen finden. Wo geht's denn jetzt hier hin? Hier wird jetzt, glaube ich, eine... ist keine Sackgasse. Ich höre aber Dinge, die mir nicht gefallen. Ah, da oben steht so ein Wackelkopf. Okay, ein rotes Kraut bringt uns jetzt gar nicht mal so sehr weiter. Der steht auf, oder? Du bist tot. Du bist schon tot. Du bist schon tot. Nein, du bist auch schon tot. Jetzt ist er tot. Hallo, bitte nicht so lange brennen. Ich muss hier mal kurz durch. Ist da der dabei? Schießpulver. Kann ich das jetzt nicht direkt schon kombinieren? Kombinieren. Ach, jetzt haben wir Flintenmunition gecraftet, so. Okay. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wie das hier alles mit dem Crafting so genau ablief. Wir haben Flintenmunition bekommen. Ah, hier können wir eine Abkürzung öffnen. Okay. Ich halte mir gerade den Bauch, das bedeutet, ich bin wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen. Gut, jetzt haben wir Flintenmunition, aber keine Flinte. Das ist halt auch gar nicht so sinnvoll, glaube ich, aktuell. Da ist so eine gelbe Treppe. Aber hier hoch kommen wir auf jeden Fall nicht. Ein Tresor. Da kann man irgendwo den Code für finden. Tagebuch des Drogeriebesitzers. So, dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder, überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir die Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollten sie einen guten Safe für das ganze Geld investieren. Also ich verdiene. Vielleicht hängt das zusammen. Haarwachsmittel von Umbrella und Gewaltausbrüche. Neues Safe ist einfach praktisch. Niemand kennt die Kombination, noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquakurkönigin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Ist das eine Figur oder sowas? Schießpulver. Also wenn wir nochmal Schießpulver finden, können wir uns ja wieder viel mehr Munition machen. Hier steht wieder irgendwo so eine Figur rum, glaube ich.
Alter, diese Geräuschkulisse, die macht einen echt wahnsinnig. Okay, da unten wäre ich auch aus dem Laden rausgekommen. Vielleicht sollten wir uns mal eine Medizin reinpfeifen. Wir sehen nämlich echt nicht mehr so frisch aus. Hier war gar nichts. Könnt ihr ignorieren. Gießpulver. Ihr habt mich nicht erschrocken. Okay, den jetzt erledigt. Rotes Kraut. Wenn wir jetzt noch ein grünes Kraut finden, können wir uns ein neues Heilding machen. Hochwertiges Schießpulver. Haben wir hier Pistolenmunition? Die nehme ich auch sehr gerne mit. Ich weiß halt nicht, ob man hier in der Demo irgendwie so eine Flinte finden kann. Muss mir dieses Auto-Aim mal ausmachen. Das bringt mich mehr aus dem Konzept als alles andere. Einfach. Ah, mir bleibt einfach die Maus bleibt einfach über den Gegnern so komisch hängen und dann komme ich nicht mehr mit der Empfindlichkeit zurecht. Das müssen wir mal kurz schauen. Optionen. Steuerung. Auto nachladen, so okay, Zielhilfe ist eigentlich aus. Vielleicht doch irgendwas, was hier in der Demo nicht so funktioniert, wie es soll. Jetzt fangen sie an, schon wieder aufzustehen. Okay. Gehe mal ganz gerne sicher, dass sie auch wirklich tot sind. Hier geht es, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Hier wären wir eben aus diesem Donutladen rausgekommen. Okay, hier in der Gasse hätte man auch lang gekonnt. Munition. Da hinten wird geschossen. Okay. Dann gucken wir doch mal in das Railway-Ding hier rein. Man muss immer damit rechnen, dass jede dieser Leichen hier aufstehen könnte.
Ein Löschschlauch. Okay, das ist natürlich perfekt. Den brauchen wir. Das soll irgendwie einen Weg geben, das hier schneller rauszuschmeißen. So. Eine Handgranate. Ach, die würde auch so einen Platz hier einnehmen. Kann ich leider nicht. Okay, ich verstehe. Was haben wir hier? Gießpulver. Ich glaube, ich nehme eher das. Wobei, was nehme ich eher mit? So eine Handgranate wäre natürlich auch schon nice. Ich glaube, ich nehme eher das Schießpulver mit. Anstelle der Kugeln. Okay, jetzt werde ich mich wirklich entscheiden müssen, was ich mitnehme. Das hier ist nämlich was nochmal im Geschmack. Wir können also in der Demo die Flinte finden. Sehr geil. So, nur unser Inventar ist natürlich jetzt proppevoll. Was können wir denn hier opfern? Ich muss ja fast schon das Heilkraut opfern, ne? Aber die braucht nur einen Slot. Okay, die braucht diesmal auch nur einen Slot. Dann hau ich natürlich das... Boah, das Schießpulver ist auch schon wichtig. Heilkraut auch, Schlauch auch. Ich hau einfach mal das Schießpulver weg und pack dann dafür die Flinte ein. Hier ist noch eine Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns eine Flinte besorgt für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie sicher vor Dieben sein. Wenn alles den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir das alle heil überstehen. Ja, ich befürchte, dass das nicht so gut gelaufen ist. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wird, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System einen Router als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht wieder aufgenommen werden. Okay. Kommen wir. Alter, ist gerade. Fällt da irgendwas runter neben mir? Holy shit. Keine Reaktion. Wir müssen hier irgendwas umstellen. Oder wir müssen irgendwo Strom erst wiederherstellen. Das kann natürlich auch sein. Bleib liegen. Zurückrad. Okay. Dann gehen wir mal den anderen Weg, den wir hier noch zur Verfügung haben. Achso, hier müssen wir aufschneiden. Das können wir. Lol, den hat es direkt zerlegt. Okay. Ha! Wo kommst du denn her? Oh.
Du hast mich erschreckt. Achso, nee, Handgranate. Oh. Nein, nicht Handgranate. Blindenmunition, die nehme ich mit. Ist wieder so ein Collectible irgendwo. Echt ein bisschen dunkel für mich aktuell, um diese Sachen vernünftig zu sehen. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was adjusten, wenn wir das finale Spiel spielen. Können wir den jetzt wegwerfen oder warum steht hier der Mülleimer? Wichtige Objekte wegwerfen. Ich glaube, wir brauchen den nicht mehr. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Unsere Gesundheit ist gelb. Okay. Das heißt, einmal können wir uns noch hitten lassen, dann sollten wir auf jeden Fall ein Heilding nehmen. Warte, was haben wir jetzt dadurch gewonnen, dass wir hier waren? Nur Flintmunition. Ja, hör auf zu schreien, Jill. Okay. Erstmal nur Flintmunition. Gibt die Map uns denn noch irgendwas her? U-Bahn-Büro, Apotheke waren wir drin. Ach, stimmt, Feuerlöschhydrant, ja, wir haben das ja gefunden. Okay, ja, U-Bahn-Büro weiß ich nicht, ob wir damit gerade was anfangen können. Aber wir können uns auf jeden Fall beim Hydranten den Weg freimachen. Ah, chill. Nein, chill, renn. Alter, was geht jetzt hier ab? Nein. Au. Lass mich in Frieden, bitte. Oh, das ist die Situation, in der man rennen muss. Oh, den kennen wir auch aus dem zweiten Teil noch. Ich wusste nicht, dass es den noch immer gibt. Nein, das war nicht so smart. Ja, lass mich in Frieden. Nein. Den hier möchte ich benutzen, bitte. Okay, im zweiten Teil gab es bei diesem Gegner auch irgendwie nur die Option zu rennen. Okay. Ja. Haben wir doch noch, man hätte 20 Figuren finden können. Ja, wir sind an ein paar vorbeigelaufen. Jetzt am Ende ist es doch noch ein bisschen actionreicher geworden. Also da weiß ich auf jeden Fall, was ich erwarten kann. Wie gesagt, ab morgen wird das finale Spiel losgehen. Ach, das ist jetzt nochmal ein Trailer quasi. Ab morgen wird es losgehen, so circa 16, 17, vielleicht auch eher 18, 19, nachdem, ob ich vorm oder nach dem Abendessen anfange. Wird auf jeden Fall der Stream losgehen, folgenweise wird das Ganze natürlich auch hier auf YouTube kommen. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick hier gefallen hat. Wir sehen uns dann morgen beim finalen Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.